Ja, wir sind natürlich happy, dass wir das Spiel so eindeutig gewonnen haben. Ich denke, wir haben das von Anfang an gezeigt, dass wir gewinnen wollen, dass wir den Lauf weiterführen wollen, und ich denke, das ist uns eindrucksvoll gelungen. Ja, ist klar, dass es heute auf die Fresse gibt, ja, aber Dienstag ist das nächste Spiel und da müssen wieder 3 Punkte her. Ich wusste auch, dass der Trainer schon einige von Bielefeld, einige Alternative, gute Alternative auf der Bank hat. Und deswegen habe ich ja, wir müssen nach wie vor jetzt zweite Halbzeit, obwohl wir 1-0 führen, wir müssen weiter nach vorne spielen und spielen auf offensiv und das Spiel im Griff haben. Das ist wichtig. Und da haben sie anscheinend so gut umgesetzt, dass wir nach 2 Minuten schon 2 Tore gemacht haben. Das war auch psychologisch gesehen ein sehr wichtiger Aspekt für uns heute, weil ich weiß, dass die Bielefelder sind von der Kabine sehr neu motiviert rausgekommen, und dann durch die 2 Tore ist die komplette Motivation ins Wasser gefallen. Du leitest mit deinem 1-0 das Schützenfest sozusagen ein. Den hast du einfach richtig geil erwischt, ne? Ich denke, dass den wollte ich auf jeden Fall so, ne? Viele sagen so, oh, der ist dir abgerutscht, aber den wollte ich wirklich so treffen. Und wie gesagt, ich bin froh, dass es diesmal geklappt hat. Letzte Woche in Osnabrück hat es natürlich nicht geklappt. Aber wie gesagt, wir sind richtig, richtig froh und auch stolz, dass wir mit dem SC Preußen 2 Derbys gewonnen haben. Und ich glaube, wir sind wieder eine Nummer hier im Umland und Umkreis. Und diesmal können wir auch sagen, wir sind die Derbysieger schlechthin. Nach dem 1-0, schöne Szene, die Spieler halten dein Trikot hoch. Was ist dir da durch den Kopf gegangen? So? Ja, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ich war schon sehr gerührt, muss ich sagen, dass die Jungs sich haben sowas einfallen lassen. Und ja, ich bin stolz auf die Mannschaft, was sie heute geleistet haben, umso besser. Sag mal, wenn man nach 10 Spieltagen da so gut dasteht in der Tabelle, muss man auch als Spieler auch darauf geil sein, sag ich mal, jetzt wirklich bis zum Ende der Saison das alles so durchzuziehen, oder? Ja, das wollen wir, aber wir sind geil auf jedes neue Spiel, und das ist Aachen, und wir gucken nach Aachen und was dabei dann rauskommt. Diese Liga ist so verrückt, und wir wollen einfach das momentan genießen und weiter so Fußball spielen, wie wir es momentan tun, und dann wird es für jeden schwer. Ja, ich denke, man hat gesehen, dass es für uns wohl kein Derby war. Es hat die Griffigkeit gefehlt, die Zweikampfhärte. Ich denke, wir kamen immer einen Schritt zu spät, und so kann man das Spiel dann nicht gewinnen. Ist eben so, wenn du nach 3 Minuten so 2 Tore kassierst, weil alle noch in der Kabine sind und ihre Schuhe zumachen oder keine Ahnung, was da passiert ist, dann brauchst du dich nicht zu wundern. Und dann kommst du in so einem Spiel auch nicht mehr zurück. Ich bin verantwortlich für die Mannschaft. Der Trainer ist verantwortlich für das, was die Mannschaft auf dem Platz abliefert. Und heute haben wir nichts abgeliefert, also können die Leute auch sauer auf mich sein.